kommen wir. Hierzu. Im Prinzip habe ich jetzt, ich mache es einfach hier mit dem Radiergummi. Die Größe des Radiergummis kann ich hier einstellen und kann hier Dinge dann rauslöschen. Dann würde zum Beispiel auch hier die Lupe helfen, dass ich hier meinen Stift nehme. Den nehme ich 8 mini klein und dann habe ich die Möglichkeiten, solche kleinen vielleicht versehen. Der Blick, der hier in die Richtung geht, das hier ist interessant. Da müssen wir gleich drauf gucken. Wir müssen gleich ein bisschen drauf gucken, was dann hier unten passiert. Denn das kommt bei der nächsten Zeit. Fällt jetzt auf, dass hier die junge Dame, nicht nur die Flagge, dann kommt die nächste Folie und dann kommt eins zum anderen. Erstmal die Nation raus. Letzte Folie. Ich habe es mal in kleineren Schritten noch gemacht. Ich habe ein paar ausgewählt. Aus unserem Helligkeitsbogen ist. Ich habe hier noch ein paar Objekte platziert, aber transparent, um nämlich zum Beispiel ihn hier zu zeigen. Diese Fotos, die habe ich selber hier drauf gelegt. Ich habe nämlich dann noch ein Bild gemacht von der Notre Dame. Ich nehme mir mal so etwas hier. Eine Form. Diese Form lege ich zu. Das wäre diese Geschichte. Ich muss mir jetzt erstmal Seite 119. Das klicke ich an. Aktionsbrowser, andere Seite. Ich muss hier die Seitenzahl eingeben. Das wäre jetzt hier 1, 4, 7. Änderung übernehmen. Wenn ich dann schlau bin, mache ich das direkt so. Und wenn ich dann nochmal schlau bin, direkt sperren, damit diese Folie nicht verrutscht. Ich klicke hier auf jeden drauf und dann komme ich dahin. Und das hier habe ich noch was anderes gemacht. Denn Eugène Delacroix hat sich anscheinend selbst mit in das Bild reingemacht. Als Zeitzeichen. Jetzt mache ich noch etwas, nämlich ich transformiere mal und ich habe ihn jetzt gerade nur gespiegelt, um vielleicht das Bild noch ein bisschen verwerfen. Aber so habe ich jetzt schon immer hier. Dieses Grau habe ich mir ja geholt. Und mal zwei, drei Schritte. So, diese Seite dupliziert. Untere Feld wegmachen. Das Bild. Dupliziere das Ganze wieder. Zum Beispiel das hier. Machen wir das wieder quer auf die Seiten. Das wird rauschen. Ich fange damit an. Das musste sich erneuern. Das als zweites. Das als drittes. Damit fangen wir an. Dann kommt das zweite. Das dritte Bild. Und dann das Ganze. So, das habt ihr vielleicht schon weit gefehlt. Es ist nämlich ein Kunstbild. Thank you.